Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush Modific 89. Zurück bei Let's Play Fire Emblem Three Houses. Nun schon beim dritten Part von der aktuellen Erkundung des Klosters. Ja, schon der dritte Part und noch immer sind wir nicht ganz fertig hier. Ich meine, wir haben schon einige Quests jetzt erfüllt. Und haben auch einige, ja, Gespräche, interessante Gespräche hinter uns gebracht. Voll dem mit... Na, sag schon. Hier mit Dorothea. Mann, die Namen. Da. Die müssen sich endlich mal im Ich einprägen. In mein Hirn. Zeit. Und mit Hubert vor alledem. Weil auch wenn er so skrupellos rüberkommt, in Wirklichkeit ist er einfach nur überstreng und sich sehr und sorgt sich natürlich sehr um. Also kümmert sich natürlich sehr um Edelgarde und das ist natürlich auch verständlich. Dementsprechend wollen wir natürlich nicht enttäuschen, denn zeigen, dass wir, ja. Dass wir natürlich uns für Edelgard als nützlicher, mehr als nur nützlich erweisen. So, was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Ach ja, ich wollte jetzt mal gucken, dass wir mal weitere Orte im Kloster noch erkunden können. Aber wo fange ich da am besten an? Ich weiß nicht, wo es da noch so versperrte Wege gab. Ich glaube hier drüben, ne? Ich erstmal da hinkomme. Auch wenn ich jetzt eine bessere Übersicht über die Karte habe, ist trotzdem ein bisschen schwer, sich hier zu orientieren, so richtig. Die richtigen Wege zu finden. War das der Friedhof, den wir vorher nicht entdecken konnten? Ich glaube mal ja, den konnten wir vorher nicht betreten, ne? Aber hier kommen wir auch gar nicht durch, weil hier möchte ich eigentlich... Das ist doch die Schatzkammer, ne? Weil es sieht so aus, als könnte man da runter auch noch... Aber hier steht alles im Weg rum. Sind noch neue Orte, die ich noch nicht entdeckt habe. Ich müsste mal bei den Zielen gucken. Ach, Blödsinn, bei den Quests. Ja, die Marktrittstraße und hier Wege zur Selbstverbesserung muss ich schaffen. Diese Quest gilt es noch zu erledigen, aber ich kann nur eine pro Woche jedes Mal machen. Das ist blöd gerade. Tja, dann schätze ich mal, hätte ich ja eigentlich schon so ziemlich alles erledigt, ne? Das bedeutet, ich müsste eigentlich nur noch das Turnier machen. Aber im Moment, es gab doch noch weitere Orte zu erkunden, also neue Orte zu entdecken, nicht wahr? Leider komme ich noch nicht darauf, wo. Weil ich glaube, die würden dann auch jetzt auf der Karte aufploppen, wenn neue Ortschaften zu entdecken sind, ne? Und ich glaube, nur im Laden kann man sich neue Köder kaufen, oder wie ist das? Weil hier gibt es ja heute besonders viele Fische zu fangen. Und da möchte ich vielleicht mir auch noch ein paar Punkte verdienen, damit. Hier ist der Marktplatz. Da könnte ich mir was kaufen. Aber Moment, ich guck mal. Ich muss ja sowieso wieder... Ich sehe auch gerade, dass ich wieder das Inventar ein bisschen ordnen muss. Verbesserung des Geistes haben wir auch noch. Und hier
Gegenstand, der im Talschmerzen wächst. Erhöht Beständigkeit. Dauerhaft um 1. Na, es gibt hier keine... Was? Tatsächlich keine Angeln? Okay. Also keine Angelköder? Wo gibt es denn hier noch welche zu kaufen? Bataillonen gibt es hier anzuheuern. Waffenschmiede und der Waffenladen. Aber keine Köder? Euer Ernst jetzt? Heute, ausgerechnet heute, wo so viele Fische sind, habe ich keinen Köder? Wo kriege ich denn alle her? Ist doch nicht zu fassen. Da. Das liegt wieder was. Daunenkissen. Boah, und sprich in sein Bett. Ganz klar! Ich weiß, wen es gehört. Und den müsste ich eh seine Motivation noch ein bisschen verbessern. Ich glaube, das ist wirklich das gesamte Kloster hier, weil ich wüsste nicht, wo ich sonst noch hin könnte. Und wie ich da hinkomme. Die Welt der Süßwasserfische. Oh, gut, dass ich das auch gefunden habe. Da frage ich mich allerdings, ob dieser Ort auch noch zugänglich wird demnächst. Oder ob das wirklich nur Dekoration ist. Ich meine, da müsste auch ein schwer gepanzerter Ritter davor stehen. Auf jeden Fall, mein Rang erhöht sich bald. Dazu muss ich wieder was finden. Ja, hier zum Beispiel Atlas der Nutzpflanzen. Ah, fast, fast. Es fehlen noch ein paar Punkte, come on. Die will ich vielleicht noch erhöhen hier. Ja, und da sind wir wieder in meinem Zimmer. An der Pinnwand gibt es vielleicht... okay, das sind wohl alle. Ja, also, dabei gibt es keine weiteren Kostüme. Das kommt dann noch dazu, weil ich habe diesen Season Pass mir gekauft. Das heißt, ich kriege ja auch die DLCs, die ganzen. Okay, das haben wir mit dir schon besprochen. Wo finde ich hier nochmal Linhard? Ich glaube, der war da drin, ne? Tatsächlich. Haben wir verlorenes Item? Bitte sehr. So. Die Motivation ist auf dem höchsten Stand. Oh, habe ich da irgendwas gesehen? Nee, das war wohl nur dieses Fenster, das so blau geleuchtet hat. Ich dachte, da wäre ein Gegenstand, dabei ist es nur das Fenster gewesen. Ja gut, dann versuchen wir uns doch mal an den Anfängerturnier. Und ansonsten... Speise ich? Naja, obwohl speisen geht ja nicht, das habe ich ja schon. Vielleicht verbilde ich mich mal selbst ein bisschen fort in meinen Bereichen. Das könnte ich doch machen, um meine Aktivitätspunkte zu verbrauchen. So. Aber ich finde das wirklich enttäuschend, dass es jetzt so ausgehen musste. Vor allem bei Ferdinand, den ich gerade erst... gerade zum Kavalier aufstiegen ließ. Da müsste er noch einen zusätzlichen Vorteil bekommen. Vielleicht sollte ich mal
Ja, die Items muss ich sowieso jetzt mal richtig ordnen. Ja, das lagern wir. Dann passt es. Ja, passt es auch. Dann müsste es auch passen. Da tun wir auch die Übungsachs weg. Ja, das Geist Plus. Und dann natürlich der Übungsbogen, braucht ja kein Mensch. So. Ach ja. Das habe ich noch gar nicht ausgerüstet. Och Mann. Ach so? Hä? Ja, wie entfernen? Ach so. Ich muss überprüfen, ob da neue Fähigkeiten sind. Die könnte ich dann hinzufügen. Entfernen tue ich sie dann nur. Beim Entfernen werde ich sie nur in die verfügbare. Oh! Fertigkeiten. Tabelle. Reintun. Autorität Level 1, ja, das ist schon mehr Fähigkeiten. Ja, so weit passt es ja hier. Na gut, wie dem auch sei. Dann... Ach, Moment. Vergessen, dass ich noch was im Inventar habe, das ich vielleicht nutzen möchte. Wie nutze ich das am besten? Sorry, ich bin da noch ein bisschen. Okay, So kann man es machen. Beständigkeit. Das könnte er vielleicht brauchen. Ja, hier verwenden. So, und für ihn erhöhe ich den Geist. So. Komm schon. So, passt. Okay, probieren wir es nochmal. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Er hat die beste Motivation. Ja, jeder hat jetzt die beste Motivation. Das finde ich gut. Wollen wir hoffen, dass das hilft. Und auch die Erhöhung der Beständigkeit. Jetzt überspringe ich das auch. Natürlich gewonnen, ganz klar. Und
haben wir ganz klar gewonnen. Noch 11 Punkte. Naja, ganz klar jetzt die KP heilen, wie gesagt. Okay. Jetzt gegen Leonie. Oh, aber dieselbe Situation oder was? Er hat es geschafft! Ich glaub's nicht! Jawoll! Ha! Und ja! Der Dozentrang hat sich erhöht! Auf C! Ultima-Stufe! Ab Dozentrang C kannst du deinen Adjutanten anheuern, der eine Einheit deiner Wahl im nächsten Kampf begleitet. Die Anzahl der Adjutanten, die du für einen Kampf anheuern kannst, steigt in deinen Dozentrang. Adjutanten bieten je nach Klasse eine von drei Hilfen am Folgeangriff. Adjutanten führt manchmal einen Folgeangriff durch Schutz, verteidigt gegen Folgeangriff und reduziert den Schaden, Heilung. Adjutanten führt manchmal Ende der Runde. Oh! Adjutanten sind umso effektiver, erhöhe ihr Unterstützungslevel. Sie erhalten Erfahrungspunkte im Kampf, aber ihre Waffen verlieren in Haltbarkeit und sie sterben nicht, wenn man halt besiegt wird. Oh! Interessant! Ach, geschafft! So sehe ich das doch gerne. So, dann sollte ich mich vielleicht mal ein bisschen fortbilden hier. Ich wüsste da schon, an wen ich mich da wenden könnte dafür. Moment, wo muss ich dafür lang? Ich glaube zum Dom, ne? Richtung Dom müsste ich. Ja. Da befindet sich der Friedhof, oder? Wo befindet sich gerade nochmal? Ich glaube beim Dom, ne? Oder da hinten? Ne, da war er. Ja, ja, ja. Und da ist er. Jetzt Zeit, mich fortbilden zu lassen. Von meinem Herrn Papa. Obwohl, der hat nur den Speer. Naja, ich erhöhe trotzdem hier den Rang. Oh! Geht nur einmal! Alles klar. Dann habe ich es verwittert und nicht mehr lesbar. Ja, das wird wohl seine Mutter sein. Das hat er ja selbst gesagt. Schade, dass der Name nicht mehr lesbar ist. Wo befindet sich dann aktuell jetzt, Nee. Ich könnte sie gerade zum Schwert fortbilden gebrauchen. Was ist sie im Obergeschoss? Okay, ja, mit ihm kann ich meine Schwerttechniken fortbilden. Ich denke, ich bleibe erstmals hier bei der Autorität. Oder auch nur auf gut.
So, die Aktivitätspunkte sind aus. Das bedeutet, Unterricht, aber zuallererst, bevor ich jetzt hier das Erkunden beende, Unterstützung. Jederzeit für jede Menge Interaktion. Oh, Hubert und Bernadetta, das wird was. Oh Mann, das wird was, da bin ich schon gespannt. Noch dazu die Musik, ey. ちょっと寝ててるの疲れるな。明日はずっと引きこもろっと。それは私に死ねと。ヒューベルトさん。ええ、ヒューベルトです。記念に聞きたいことがありましてね。 ベルは嫌ましいことなんて何も。最近夜中に鋭利な突起物を持って歩き回る者が目撃されています。奇妙な笑い声、月夜にきらめく針、そして開け閉めされる木の扉。それは刺繍を捨てて Oh. Was? Hey, hey, hey. Was willst du mit dir machen? Ganz ruhig. Ich glaube, er möchte die nicht umbringen oder so. Hm? Was ist denn? What, was willst du von ihr? Was? Ich glaub nicht. Oh Mann! Bernadetta, Dono. Ich wollte nur warnen. Oh. Ah. Ja, natürlich. Ja, Hilfe ein wenig. Oh, das war was, das war was. Oh Mann! Ja, bestimmt, der Bernadette ist. Man hat es mir auch schon in Comics geschrieben, Bernadette ist der Begriff der. Der Verschwörungstheorien, genau. Ja, das stimmt, das kann man so sagen. Wie sie auch so viel missversteht. Aber okay, Hubert hat es auch wirklich, ja, wie soll ich sagen? Ist ein bisschen zu... Er ist ein bisschen zu schroff rangegangen, weil sie ist ja so ängstlich. Der hätte ein bisschen. Ja. Hätte schon ein bisschen versuchen können, es verständlicher zu machen, dass er nichts Böses von ihr will, sondern sie einfach nur warnen. Warnen wollte, dass sie sich nicht verletzt oder andere verletzt, dass sie sich nur darum sorgt. Also dass er sich Sorgen macht einfach nur. Dass er sie deswegen darauf hinweisen will, dass sie vorsichtig ist. Hätte er schon ein bisschen besser ankündigen müssen. Ja, ich meine, seine Präsenz ist ja unheimlich, aber er ist einfach nur überstreng. Er ist ja kein böser Typ, das wissen wir ja.
Was ist denn jetzt wieder passiert? Ruby! ただの雑務です。無論です。それが何か。あなたって本当にエーデルちゃんのことばっかり考えてるのね。いくら好かれるためでも、やりすぎると嫌われちゃうんじゃないかしら。好かれるためではありませんよ。私はエーデルガルト様の従者、主のためを考えて行動しているだけで、皇后になど関心はありません。 Du wirst jetzt noch nicht etwas schicken, oder? どんな命令でも聞いちゃうんじゃない？どんな命令でも、とんでもありませんな。我が主の命であろうと、主自身の利にならないと判断すれば背きますとも。本当かしらね。 じゃあ例えば、いや、それはやらないですね。適当な女と結婚しろって命令されたらどうするんです？それがエーデルガルト様にとって利となるならば結婚するでしょうな。信じられないわ。そんなこと言っていざとなったらできないんでしょう。信じてもらう必要などありませんよ。我が望みは、主が体毛を果たされること。 他のすべては匙に過ぎません。まるで過激のセリフみたい。私には理解できなさそうね。理解してもらう必要もまたありません。私は主に命すら捧げられるのです。すべてを投げ打ってでも支えたい。そう思える主は、あなたにはいないかと。今はいないけど、 いつかはできるかもしれませんよ。では、その出会いを待つとしますか。それまでは我々は理解し合えぬでしょう。私は仕事がありますので、これで。そんなことを言われると、意地でも理解してみたくなるんですけど。うん。<笑> Ja. Mit Linhardt könnte ich... Wirklich, ich weiß nicht. Da gibt es sogar noch einen S-Rang bei Linhardt. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das wirklich möglich ist. Da könnte man wirklich meinen, dass Linhardt schwul wäre, wenn man ihn schon heiraten könnte. Auch Flayn? Mit Flayn funktioniert das. Mit Manuela. Was? Mit Alois? Ist er auch eigentlich? Und mit Rhea sogar. What the hell? Oh, das geht sogar mit Linhardt. Wahnsinn. Ja, okay. Wenn sowas geht. Aber gut, mit Linhardt kann ich wenigstens mal zumindest die Freundschaftsbindung stärken. Ach so. Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Gab's das nicht schon? Also ich sollte nochmal mit ihnen reden, oder wie? Na gut, dann. Ja. Wollen wir mal sehen, wie Hubert sich mit Petra verstehen kann. Oh ja, Petra, dono deska. Zune nagara sei ga demasu ne. Hubert deska. Ai. Watashi sei dashimasu. Watashi tachiba yoku nai, arimasen. Doryoku hitsuyou desu kara. Ieie. それを考慮してもあまりある努力を貴殿はしていますよ。まったく面倒くさがりな誰かに
Meint er jetzt Casper? Es geht nicht um Farbe. ではありませんよ。もちろん。それにしても、貴殿がここまでフォドラになれるとは思ってもみませんでした。何しろ初めて会った時の貴殿は言葉をかけらも理解できませんでしたから。それどころか周囲を恐れ威嚇し、まるで獣の娘かと。私幼いでした。恐ろしい体験。 Kann ich mir gut vorstellen. Wow, ernsthaft? ブリギットの王たる貴殿の祖父を脅して貴殿を帝都に連れてこさせたのですから。私故郷を離れる悲しみました。しかし帝国来る喜びありました。外の世界知る多く学びます。経験こそ 今の私形作ります。加えてエーデルガルト様やあなた。出会い貴重ありました。逆境に打ち勝つその心意気、私も見習わなければなりませんな。私たちもまた大いなる逆境に立ち向かっていくのですから。 So ist es. So, Linhart mit Petra, okay. Hm? Was? Petra, schotto tomatte kurere? Oh, sie trainiert gerade. Hi. Yo, arimasu ka? Kimi no yari o mite da kedo, waza no tsunagi kata ga yoku naku nai? 重い振りの前の腕の動きが邪魔して槍を返すのが遅れてる。隙が大きいよ。腕の動き。どれですか？右、左？右、あ、いや、両方かな。腕っていうか肘の動きもだけど。おお。私わかりません。リンハルト、実演する。いや、実演はちょっと。 今は本読んでるし、汗かきたくないな。しかし、私できません。あなた見せる必要です。それとも、あなたできない。助言。いや、könnte es nur erklären, aber es ist interessant, dass er。僕にはできないかもね。でも君ならできるよ。だから言ってるし。では。 助言、再度願う、します。そうだね。うまく伝えられればいいんだけど、君、たまに槍を大きく振り下ろすよね。その前にぐっと振りかぶるときに、力が殺されてて止まっちゃって、振り下ろすときに無駄があるというか。振りかぶる？どのように？無駄減らす、私望みます。 腕の動かし方の問題だと思うんだよね。槍の軌跡と筋肉の伸縮を計算して。奇跡、伸縮、計算。あなたの説明難解です。やはり実演頼みます。早く見せる。私学びたいです。いや、だから実演は、まあ。 なんか思いついたら言うから、今日は僕はもう戻るよ。リンハルト、いつも言うだけ。私見返します。Es ist interessant zu wissen, dass er
weiß, wie man eine Waffe führen sollte, obwohl er selber keine Marken. Ja, das ist auch Teil seiner Studien, wie es scheint. Aber gut. Interessant auf jeden Fall. So, Ferdinand und Casper. Oh, das kann was werden.見事だったな、カスパル。お、フェルディナント。今の見てたのか？あ、一部始終をな。非道な行いが双方にあり、かつ和を乱した。そんな彼らには両成敗こそがふさわしい。同じ貴族として誇りに思うぞ。君はまさに貴族の鏡だ。は？貴族かどうかなんて関係ねえだろ。 Nicht im Sinne des Adels, sondern von selbst aus. Ja, man muss nicht vom Adel sein, um das zu machen.例えば私は貴族であることを念頭に置き、それにふさわしい行動を常に心がけている。持てるものが私の信念であり、正義なのだよ。お前、いつもそういうこと言うよな。俺には、かもしれない。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 かもしれ